Schweineficker! Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Du glaubst, ich lüge, aber es ist wahr. Ich sage nicht, dass du lügst. Mann, wie ich das hasse. Das schon sehen. Die Zeit ist mein Freund. Ich habe doch recht. Alle sind deine Freunde. Du sagst, dass ich nicht bin. Ich sage, du liegst falsch. Niemanden töten. Los, keinen Alarm auslösen. Ja, ich glaube, dass ich wieder da anfangen muss. Alter. Ich werfe den gleich eine Nade ran. So schon mal aus. Paradies am Arsch. Ab jetzt nur noch Skiurlaub. Was ist das? Was ist denn das? War wohl nur Einbildung. Gib dich zu erkennen. Jetzt ein Kühler. Okay. So, hab ich's jetzt gefunden? So sick of this question. Ich glaube, das ist das. Wartet kurz. Gebt mir noch kurz. Boah, das schaut aber auch komplett anders aus bei dem Guy. To be honest. Das spielt Minecraft auf friedlich, Kappa. I need you the most. I need you the most. I need you the most. Ich geh jetzt mal runter. Fuck the... Fuck the fuck love. Okay. Ich sollte einen besseren Weg finden. Hm? Hey, werd nicht über. Das letzte Gefecht, das war echt geil. Eine Kugel ist eine Kugel. Checkpoint, Skuskur! Das ist so eine Frechheit. Das ist der eine Weg da hinten, den habe ich nicht gefunden. Ah, ja moin, first try, dann schon. Ja. Na. Scheiß drauf, der. Ich bin gerade drauf gekommen, dass ich weiter bin in der Story, als ich dachte. Das werden wir heute wahrscheinlich noch durchplayen, das Game. Endlich! Endlich! Takedowns! Verdecken die Tattoos. In 3 Wochen habe ich Heimaturlaub. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster. Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Und los, heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Aufs Scan vorbereiten. Sauber. Wie läuft's denn? Nächster, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Bist du sauber? Okay, nächster. Alles gut, Foster. Psst. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier?
Was? Von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey, wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. Wie geht's? Meine rotbäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Das war's komplett. Klatsch gleich, wart. I'm so sorry. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Ich bin einfach viel zu down. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. War Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch los. I'm so sorry. Und dann frech, ja. Ich bin ein kleiner Frechdachs, wart. Wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich würde unfollowen, no cap. Okay, Richard, wart. Aber seid nett. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Sally. Mir ist eigentlich all fine. Ich verzeihe es ihm ausnahmsweise. Ah ja. Welcome back, Leon. Ich hab einfach nur... Ich war zu dumm, um den Chat ordentlich zu lesen. Ich hab nur aufs M geschaut am Anfang vom Namen und hab dann schon geredet. Bin dann draufgekommen beim Weiterlesen, dass der Name etwas länger ist als Matrix. Yes, Sir, gleich wieder Nachtdienst. Uff, dann viel Spaß. Na dann hat er nochmal Glück gehabt. Ja, frontet mich geht schon. Doggos, wat? Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz. Weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Danke für den Lurk. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Immer noch nichts. Hoffentlich hat der Letzte was dabei. Wenigstens kein Regen. Die Liste, aber was ist das? Eine Notiz? Junge. Havara! Hörst du auf, Gurva Madre! Ich hab alle drei erwischt. Der verbrennt, oder? Ich glaub, sie ist verliebt. Ich gebe Alarm! Du wirst
der Gas. Das sieht nicht gut aus. Ich hau besser mal ab. Komm. Matt. Ich hoffe, es gibt kein Gewitter. Das ist Forster. Na, danke, Sam. Geh eine Zigarette rauchen. Du, setzen. Wo sind die Liste der Verräter und die Fotos? Hier. Ja. Hm. Echt tolle Arbeit, Junge. Hier, rauch zur Feier eine Cohiba mit mir. Das war echt mal eine Show da unten. Ich rauche nicht. Oh, du hast Schiss wegen Krebs. Das ist Hühnerkacke. Kick. An Krebs stirbst du bestimmt nicht. Hm. Du siehst aus, als wolltest du in meinen engeren Kreis, Foster. Aber hey, ich kann Menschen lesen. Und du bist ein Springer. Du springst von Job zu Job, legst dich nie fest. Ich bin schnell gelangweilt. Hm. Naja. Weißt du, womit man seine Angestellten wirklich glücklich macht? Angst. Also, Hobbys. Kochen, malen, Filme, Crystal Meth. Was sind deine? Ich jage gern. Hm. Ich bin selber Jäger. Das edelste aller Hobbys. Bloß jage ich das echte Wild. Ich kann dich zu Sklavenmärkten schicken in Rio, Hongkong, New York. Wir sind ein globales Unternehmen. Globalisierung ist die Zukunft. Bringt Sachen aus der ganzen Welt zu mir. Nimm die US-Industrie. Die machen da 1, 2, 3 auf eine Kontaktlinse. Und wenn ich sie mir dann ins Auge tue, weiß ich sofort, ob sie richtig rum ist. Also, warum 1, 2, 3 und nicht ABC? Na klar, so können sie es in die ganze Welt exportieren und direkt bis zu mir. Und was passiert, wenn ich sie drin habe? Du siehst die Zahlen nicht mehr? Ist das nicht unglaublich? Das nenne ich mal Fortschritt. Das ist Zivilisation. Aber ein paar Typen raffen es einfach nicht. Siehst du das Boot da? Ich habe es mit seiner Besatzung entführt. Aber der Kunde will außerhalb seiner Landesgrenzen einfach nicht verhandeln. Bäh! Ich bevorzuge die europäischen Aufnahmen. Die Bläser in amerikanischen Orchestern sind zu bombastisch. Boom! Und darum geht es fast nur darum. Ich ernte meine Sklaven in der ganzen Welt. Und genau wie diese Kontaktlinsen ist mein Produkt universell. Gut. Du musst was für mich erledigen. Ich habe einen Gefangenen unten. Finde heraus, wer der Kerl ist, wer seine Wohltäter sind. Und dann schlägst du ihn, bis er nicht mehr stehen kann. Sam geht mit dir. Alles klar. Oh. Ich behalte die Kamera im Auge. Ich sehe so selten einen echten Profi bei der Arbeit. Na los. Hey. Enttäusch mich nicht. Ich mir bitte, dass du mich holst, okay? Was? The fuck? Fuck. No. Was ist aus mir geworden?
Das reicht jetzt. Lass ihn. Du bist der beste Pokerspieler, den ich kenne. Ich brauche einen Drink. Hey, toll gemacht mit dem Namen. Kreativer Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Junge. Hör mal, ich möchte, dass du mit mir Poker spielst. Sam, du bist auch eingeladen. Wir sprechen übers Geschäft. Sag mir einfach wann. Ich hab Zeit. Gut. Schön. Und der gute Sam wird dir alles sagen. Pokerabend. Ich will ihn töten. Ich habe einen Plan parat. Was? Zuerst zerlegen wir Hoyts Kommunikationsnetzwerk und sprengen dann sein Treibstofflager. Das Chaos in seiner Truppe gibt uns die Chance, ihn beim Pokern zu erledigen und Riley zu retten. Ist das gut, ja? Ja, sehr. Ja. Triff mich am Treibstofflager, wenn die Funkzentrale ausgeschaltet ist. Damit sind Hoyts Männer taub und stumm, hä?